Also die Bühne gehört jetzt Ihnen, Frau Hell, und ich freue mich auf einen spannenden Beitrag. Vielen Dank, guten Tag und grüß Gott, wie man auf gut Österreichisch sagt, in die Runde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Session, wo wir uns heute einen Fokus auf Verwaltungseinheiten im hochschulischen Kontext setzen. Mein Name ist Christina Hell und ich arbeite seit mehr als einem Jahrzehnt an verschiedenen Universitäten in verschiedenen europäischen Ländern. Dazu haben in der Vergangenheit England, Frankreich und Deutschland gezählt. Und zurzeit bin ich zurück in meinem Heimatland in Österreich an der Universität für Weiterbildung Krems, wo ich eine Verwaltungseinheit leiten darf, nämlich die Abteilung für Lehrentwicklung und digitale Transformation mit circa 50 Personen. Und wie Sie an dem Namen dieser Abteilung erkennen können, ist es unsere Aufgabe und Mission, dass wir uns mit Wandel, mit Weiterentwicklung, mit Change beschäftigen. Das ist natürlich super spannend auf der einen Seite, aber auch ziemlich herausfordernd auf der anderen Seite. Warum? Das sehen Sie hier auf dieser Slide, denn als Menschen ist es, oder als Mensch ist es meistens so, dass man eigentlich Veränderung nicht mag. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht an Ihren Institutionen. An vielen Institutionen, an denen ich bisher war, ist es sogar so, dass man das Wort Veränderung oder Change überhaupt gar nicht in den Mund nehmen möchte. Ja, es ist sogar ein Unwort. Und von Transformation wollen wir erst gar nicht sprechen. Und das Wort Cultural Change, oh my God, da wollen wir schon mal überhaupt gar nicht hingreifen. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass Universitäten sehr wohl Mut zur Veränderung haben müssen und auch darauf achten sollten, dass es zu einem kulturellen Wandel kommt, vor allem in jenen Organisationseinheiten, die im Normalfall von Stabilität geprägt sind. Und das sind sehr oft die Organisationseinheiten der universitären Verwaltung. Ja, ich möchte tatsächlich so weit gehen, zu sagen und hier auch ein bisschen mit den Wörtern spielen, wie Sie das auch im Titel schon gesehen haben. Gerade bei den Verwaltungseinheiten muss eigentlich der Ansatz sein, dass wir hier neu und anders denken und wir versuchen, Verwaltungseinheiten hin zu Gestaltungseinheiten zu entwickeln. Warum ist das gerade heute so wichtig? Warum ist es so, dass wir Verwaltung auch neu denken müssen? Ich glaube, als Universitäten, als Hochschulen agieren wir stetig in einem sich veränderten Umfeld, das von technologischen Innovationen, aber auch von gesellschaftlichen Entwicklungen und globalen Herausforderungen geprägt ist. Um relevant zu bleiben, und um den Bedürfnissen von Studierenden, Forschenden, aber auch der Gesellschaft insgesamt gerecht zu werden, müssen wir lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Es muss uns gelingen, flexibel zu bleiben und uns kontinuierlich wirklich auch weiterzuentwickeln. Und insbesondere in der heutigen Zeit, in der Digitalisierung eine immer größere, gewichtigere Rolle spielt, und neue Bildungsmodelle und Bildungstechnologien entstehen, ist es wirklich entscheidend, dass Universitäten beginnen, den Wandel aktiv zu gestalten und sich nicht nur darauf beschränken, auf etwas zu reagieren, was rund um uns herum passiert. Denn nur durch eine proaktive Herangehensweise können wir wirklich Chancen nutzen und Herausforderungen bewältigen und unsere Institutionen für eine Zukunft stärken. Bevor wir aber richtig in die Thematik hineinstarten, möchte ich ein bisschen abtasten, wer hier heute im Publikum sitzt und wer hier heute zuhört. Und dazu gibt es eine relativ simple Aufgabe. Ich hätte gerne, dass Sie Ihre virtuelle Hand heben, wenn die folgenden und auch diese Aussage für Sie zutreffen. Sie haben alle eine virtuelle Hand in der linken Leiste Ihres Browserfensters zur Verfügung. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie mal die Hand heben, wenn Sie an einer Universität oder Hochschule arbeiten.
Ich sehe die Hände hochgehen. Ich glaube, ich bin zu langsam, um es zu zählen, aber wir sehen, wir sind umgeben von Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Hand wieder zu senken und erneut zu heben, wenn Sie in einer Organisationseinheit der Verwaltung arbeiten, an einer Hochschule, an einer Universität. Sie schon, hier sind wir etwas weniger Personen. Ich würde Sie wieder bitten, Ihre Hand zu senken. Und das letzte Mal bitte ich Sie, Ihre virtuelle Hand zu heben, wenn Sie oft mit Organisationseinheiten der Verwaltung zusammenarbeiten dürfen, müssen, sollen. Und auch hier gehen die Hände hoch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass doch einige Personen hier sind, die sich relativ oft mit Verwaltungseinheiten auseinandersetzen und sich entsprechend auch einige Fragen stellen, sicherlich. Und ich habe ja heute schon kurz gesagt, zusammengefasst, dass sich die Erwartungshaltung an Universitäten, die von außen an uns herangetragen wird, die von zukünftigen Studierenden auf uns zukommt, durch das, was rund um uns herum passiert, ändert und zwar rasant ändert. Und die Erwartungshaltung, die andere, aber die wir auch selbst an uns haben sollten, ist Wandel und Innovation aktiv zu gestalten. Wie geht das aber? Wie kann man wirklich sicherstellen, dass Verwaltungseinheiten zu Gestaltungseinheiten werden? Oder ist es etwas, das wirklich in den Fakultäten liegt, in den Departments liegt und Verwaltung eigentlich gar nicht betrifft? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir eigentlich so ein bisschen darauf eingehen und uns die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet verwalten? Was bedeutet gestalten? Wo liegt der Unterschied in der Bedeutung? Wo liegt der Unterschied im Mindset vielleicht auch? Wo liegt der Unterschied im Selbstverständnis von Personen, die in Verwaltungseinheiten arbeiten? Und ich habe versucht, das hier ein bisschen zusammenzufassen, wie man ein verwaltendes Mindset und ein gestaltendes Mindset beschreiben könnte und auch gegenüberstellen könnte. Ein verwaltendes Mindset kann man meistens dadurch wahrnehmen, dass es hier sehr stark um die Aufrechterhaltung etablierter Prozesse und Strukturen geht. Ein Kernziel ist meistens das Erledigen von Aufgaben und zwar mit einer starken Effizienz, die im Idealfall noch gesteigert wird. Es geht sehr oft um das Einhalten und das Erstellen von Regelungen und Vorgaben, die es möglicherweise schon länger gibt. Und man kann sehr oft eine klare Bevorzugung von Stabilität und Sicherheit orten. Raum für Veränderungen und Innovationen gibt es hier eher wenig. Auf einer fast gegenüberliegenden Seite, würde ich sagen, steht ein gestaltendes Mindset, das oft bemerkbar wird durch eine proaktive Herangehensweise und dem starken Wunsch, wirklich neue Ideen zu entwickeln, Prozesse zu verbessern und Innovationen voranzutreiben. Hier kann man meistens auch eine gewisse Bereitschaft für das Risiko und eine größere Bereitschaft für Veränderungen wahrnehmen. Das Ganze braucht natürlich eine Kreativität im Denken und immer so ein bisschen das Infragestellen des Status quo, das Infragestellen traditioneller Denkweisen und die damit verbundene Suche nach innovativen Lösungen. Meine Frage an Sie, erkennen Sie sich wieder? Erkennen Sie Kolleginnen und Kollegen an der einen oder anderen Stelle, die in diese Mindset-Beschreibungen passen? Mindset und Kulturwandel, das ist etwas, das uns in der Regel sehr schnell über die Lippen kommt, wenn man darüber spricht. Die Frage ist aber, ist das überhaupt machbar? Kann man Mindset ändern oder verändern? In einer etablierten Struktur noch dazu? Ich glaube, ja. Und ich möchte Ihnen ein paar Tipps
und Tricks mitgeben, die ich im Laufe meiner Zeit an Universitäten gesehen habe, dass sie wirksam sein können. Und der erste Tipp, den ich mitgebracht habe, ist das persönliche Warum. Um gestalterisch tätig sein zu können, um Weiterentwicklungen und Optimierungen überhaupt vorschlagen zu können, ist es wirklich notwendig zu verstehen, warum man etwas tut. Und das ist wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Mitarbeiterin wichtig. Wenn Sie eine Führungskraft sind, dann nehmen Sie sich wirklich die Zeit, um sicherzustellen, dass alle Personen wissen, warum sie tun, was sie tun, warum die Tätigkeit des Tages, die Tasks der Woche durchgeführt werden, auf welches Ziel jede einzelne Sache, jede einzelne Erledigung eigentlich einzahlt. Und Führungskräfte und Einheiten sollten wirklich stets den Fokus darauf legen, auch die generelle Strategie einer Universität, die Mission einer Verwaltungseinheit, einer Einheit runterzubrechen, sodass allen in einem Team klar ist, auf welche Ziele sie hinarbeiten und mit welchen Tätigkeiten sie das tun. Ich habe Ihnen als Beispiel, das ich nicht im Detail durchgehen möchte, ist nur so ein kleiner Glimpse und ein Sneak Peek, ein Beispiel für eine Formulierung einer Mission mitgebracht, eine Abteilung für Lehrentwicklung und digitaler Transformation. Unten finden Sie auch relativ prägnant einige Leitmotive, die durchaus auch zur Diskussion angeregt haben und anregen immer wieder. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man es schafft, dass alle in einem Team sich auf eine Mission verständigen, dass es bestimmte Wörter gibt, die zentral sind. Wir haben hier die gestaltende Kraft, die Kollaboration, die Innovation herausgestrichen und dass sich auch jeder wiederfindet in einer Mission. Und hier habe ich Ihnen auch mitgenommen, wie es aussehen kann oder was ein beispielhaftes Ergebnis sein kann von einem Workshop, wo man sich wirklich mit einem gesamten Team hinsetzt und versucht, von großen Leitlinien strategische Ziele abzuleiten, die dann zu wirklichen Tasks führen, die in verschiedenen Teams abgearbeitet werden. So viel zu Tipp 1. Tipp 2, den ich mitgebracht habe, ist Diversität für Innovation. Um Wandel voranzutreiben, braucht es Kreativität. Und je diverser ein Team ist, desto besser ist es möglich, auch Räume zu schaffen, wo kreative Ideen gechallenged werden können, wo diskutiert wird, wo Meinungen sich aneinander reiben und zu neuen Ideen und neuen Innovationen führen. Ist man also in der Lage, als Führungskraft Teams zu formen, dann sollte man immer im Kopf haben, dass Diversität wirklich ein Hebel für Kreativität und Innovation ist. Tipp Nummer 3, den ich mitbringe, ist die Priorisierung als Schlüssel. Ich glaube, wir alle kennen folgendes Szenario. Wir haben eine volle To-Do-Liste, keine Zeit. Wir haben wunderbare Ideen für Neues, keine Zeit. Wir arbeiten das ab, was wir gewohnt sind, was schnell geht. Wir schieben das zur Seite, was aufwendiger ist. Vor allem, wenn es um Change oder Veränderung geht. Vor allem, wenn das mit Schmerz oder Resistance bei anderen verbunden ist. Aber, und Priorisierung ist der Schlüssel, der es möglich macht, verwaltende Einheiten, und ich spreche hier von Einheiten wie Service Centers für Forschung, IT Helpdesk, Service Center für Studierende und so weiter, darüber nachzudenken, wie sie ihre Angebote selbst gestalten und optimieren können. Was klar ist, Priorisierung braucht auch Zeit und Priorisierung ist nicht einfach. Priorisierung sollte immer im Team passieren, sollte regelmäßig passieren und sollte auch in Absprache mit Personen stattfinden, die Ressourcen verteilen können. Was ist aber der wichtigste Faktor beim Priorisieren? Und die Antwort hier ist, es darf nicht der Druck von außen sein, gerade nicht bei Verwaltungseinheiten, gerade nicht bei Serviceeinheiten. Es muss immer die Frage sein,
wo liegt der größte Business Value, der durch das Erlangen einer Aufgabe wirklich erfüllt wird? Und ja, ich weiß, im zentraleuropäischen Kontext ist Business Value in Bildungseinrichtungen fast ein Unwort, aber sind wir uns ehrlich, es geht darum, wo der Mehrwert für die Institution, für die Studierenden liegt. Die Frage, welche Aktivität, welche Tätigkeit ist es wirklich wert, dass wir unsere Zeit darin investieren? Wodurch entsteht am Ende der größte Value? Ich habe gesagt, priorisieren zu lernen, das ist schwierig, das ist nicht einfach. Ich habe Ihnen hier ein Beispielfoto mitgebracht, wie wir das in unseren Teams auch vor Ort wirklich versucht haben mit Tasks, die wir auf Karten geschrieben haben und wirklich gerankt haben, wo wir gesagt haben, okay, auf der linken Seite des Tisches ist geringer Business Value unten und weiter oben ist der höhere Business Value. Und dann kann man sich sehr schnell anschauen, wie leicht oder schwierig es ist, bei manchen Tasks und Aufgaben das tatsächlich festzustellen. Weiter zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 4, Standardisierung als Treiber. Besonders in größeren Teams ist es ratsam, gewisse Standards in der Zusammenarbeit zu etablieren. Dies betrifft die Einteilung von Aufgaben und Priorisierungen, ebenso wie Kommunikation und Abstimmungsmeetings. Im Idealfall findet man hier gemeinsam iterativ heraus, wie man im Team am besten funktioniert, sodass man gut gemeinsam priorisieren und auf Ziele und auch Ziele ausarbeiten kann. Standardisierung klingt natürlich immer ein bisschen einschränkend und nach Kreativitätsentzug, aber in Wirklichkeit öffnet Standardisierung Zeit bzw. Zeiträume. Und es ist genau in diesen freiwerdenden Zeiträumen, wo der Ort versteckt ist oder wo die Magie versteckt ist, wo man dann Zeit hat, sich wirklich auf neue Ideen zu fokussieren, auf Weiterentwicklung und auf Gestaltung zu fokussieren. Hier ein kleiner Mini-Sneak-Peek, wie ein Vorschlag für eine Standardisierung bei uns aussieht. Hier geht es um Meetings. Sie finden verschiedene Arten von Meetings in der linken Spalte und irgendwo gegen rechts gehend den Zweck, den Meetings haben, sodass auch immer klar ist, warum man sich trifft, warum verbringt man Zeit miteinander und hier nicht zu viel im Dunkeln auch tappt. Und hier haben wir noch ein Beispiel von Task-Priorisierung. Hier haben wir natürlich ein digitales Tool im Einsatz, das wir dazu einsetzen. Schaut jetzt sehr stark nach einer Scrum-Methodik aus, die wir aber nicht nur im IT-Sektor, sondern durchgehend auch in der Lehrentwicklung abgewandelt haben, sodass es für eine Universität passend ist. Wo wir aber innerhalb der gesamten Abteilung, also bei den ganzen 50 Personen, in gleicher Art und Weise zusammenarbeiten und sehr transparent aufzeigen, woran wir arbeiten und worin wir unsere Zeit gerade fokussieren. Als Tipp Nummer 5 habe ich mitgebracht, Lernen im Zentrum bzw. Lernen ins Zentrum setzen. Eine Kultur, die kontinuierliches Lernen und Wachstum unterstützt, ist natürlich absolut entscheidend. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen stetig ermutigt werden, neue Fähigkeiten zu entwickeln, sich fortzubilden und vor allem aus Fehlern zu lernen. Das bedeutet auch, eine positive Fehlerkultur zu leben. In diesem Beispiel von vorhin sehen wir unten am unteren Rand zwei Meetings, die hierfür essentiell sind, ein sogenanntes Retrospektiven-Meeting, wo man regelmäßig darüber reflektiert, was an den Arbeitsweisen gut funktioniert oder was man optimieren kann, aber auch regelmäßige Learning- und Development-Meetings, wo man zusammenkommt, einander das Gelernte teilt oder auch externen Input dazu bringt. Tipp Nummer 6. Empowerment zur Verantwortung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten immer aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Insbesondere, wenn es um Veränderungen geht, die sie direkt betreffen. Und dieses Gefühl der Mitbestimmungsmöglichkeit fördert natürlich die Bereitschaft, sich auch für Veränderungen zu engagieren. Wie schafft man das in Verwaltungseinheiten und in Teams?
im täglichen Arbeiten, ja, hier kommen wir wieder zu dieser Zieldefinition zurück, zu Priorisierungen. In unseren Teams, in unserer Abteilung ist es so, dass wir mit regelmäßigen Zieldefinitionen Projekte beschreiben. Das passiert quartalsweise und das Beschreiben von diesen Quartalszielen, hier abgekürzt als Objectives, das passiert durch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier sagen, das kann ich schaffen im nächsten Quartal oder hier schätze ich ein, dass das nicht geht. Und so kommt natürlich auch diese Verantwortung, ein Ziel zu erreichen, sehr stark mit. Tipp Nummer 7. Frau Hell, wir sind jetzt bald durch mit der Zeit fürs Referat, okay? Dankeschön. Ja. Tipp Nummer 7 sind externe Impulse. Wie beim Sprachenlernen ist es auch wichtig, dass man sich mit Natives austauscht, also auch Role Models reinbringt, durch die man sich inspirieren lässt. Und auch das sollte man immer mit dabei haben und nicht vergessen. Und Tipp Nummer 8 ist, glaube ich, das Key-Element, nämlich Kulturwandel als Nebenwirkung. Kulturwandel ist etwas, das man nicht aktiv aufgreifen kann. Man kann keine Taskforce einstellen und sagen, bitte verändert jetzt die Kultur an unserer Institution, in unserer Verwaltung. Kulturwandel ist und eine Veränderung im Mindset ist etwas, das sich entwickelt. Ein bisschen wie man eine neue Sprache lernt. Man braucht ein bisschen Vokabular, man braucht etwas Grammatik und irgendwann, dann versteht man auch die interkulturellen Unterschiede. Aber das kommt mit der Zeit. Und das ganz Wichtige ist natürlich, dass wir niemals vergessen, dass es zu Mehrwert führen muss. Und wir haben über Mehrwert auf der institutionellen Ebene gesprochen, aber wir dürfen auch den Mehrwert auf der persönlichen, auf der individuellen Ebene nicht vergessen. Zu gestalten, mitzugestalten, sich in positiven Umgebungen zu befinden, wo eine positive Fehlerkultur gelebt wird, eine Lernkultur gelebt wird, erzeugt Sicherheit, erzeugt Zugehörigkeit und steigert das Selbstwertgefühl. Und wenn wir hier an die Maslow'sche Bedürfnispyramide erinnern, wissen wir, dass all diese Elemente zu Glück führen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir als arbeitende Menschen glücklicher sind, wenn wir gestalten, das sollte ein Anstoß sein, darüber nachzudenken, ob wir Zukunft nicht lieber gestalten als verwalten wollen. Ich lade Sie also ein, die Zukunft zu gestalten und danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere Kontaktaufnahmen.